Okay. Kannst du mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas zu Los, holen ist Sesume. oder ob es das jetzt alles war? Da ist noch was zu holen. Ich weiß nur, was das ist. Ah, okay. Stehe. Also, nochmal hoch. Und dann gehen wir auf der anderen Seite nämlich wieder runter, da wo wir gerade sind, weil wir da lauter Eisenerz haben. So, wir dürfen wieder eine Runde, naja, wie soll ich sagen, sprengen. Wo war jetzt das? Sühnen, hast du mir gerade etwas gezeigt, was nicht so ist? Doch, hier. Ach, erstmal wieder weg. Aelor. Rune der Feinheit, Waffenrunisch, sehr schön, sehr geil. So, jetzt sind wir aber hier tatsächlich fertig. Okay, das überlege ich mir. Da springe ich vielleicht doch nicht so runter. Das bräuchte ich doch wieder, Vogel. Flieg, Freundin. So, hier nicht. So, eins. Was hat der ganze Berg, gell? Das können wir eh nicht mitnehmen. Wow. Okay. Bin am Granit runter. Oh yeah, das rentiert sich. So. Gucken wir mal da hinten schnell. Mal da noch was sehen. Das ist wie eine kleine Schatzjagd hier. Da fällt man in den Eisenerzrausch. Da kann man da gar nicht anders.
Gut, jetzt muss uns Sünen dann aber nur sagen, wo wir jetzt hin müssen, damit wir den Rest noch da oben mitnehmen können. Sünen, wie schaut's aus? Ah, da unten ist auch nochmal was. Die nehmen wir auch noch mit. Natürlich. Unten auch. Ach komm, dann nehmen wir die da unten einfach und die da oben. Lass mal jetzt mal sein, wo sie sind. Dann sammeln wir unten nochmal die ganze Tour. Oh, hallo Herr Fuchs. Geil, dass im Nachhinein da immer noch zwei noch mit dazukommen, zusätzlich, die, keine Ahnung, wo sie die denn sammeln, da sind wir gar nicht an einem Ort. Aber ich will mich nicht beschweren, weil, ich nehme alle mit, die ich bekommen kann. So. Jetzt diesmal nicht, schade. Noch irgendwelche hier? Das da hinten. Was siehst du, alte Freundin? Ach, ist ein Baum, okay. Okay. Also hier sind's. Ah, ist schon noch ein Haufen. Also genau so wie wir laufen, dann einfach hoch und gut ist. Nee, so wollte ich laufen. Das ist eh ein gutes Training für sie, nicht dass sie zu fett wird, so viel wie sie immer ist. Nein, das, also. Es ist doch nur ein bisschen Spaß. Oh, da oben ist schon das erste. Den schnappen wir uns doch direkt gleich mal. Ihr wisst ja, wir brauchen unglaubliche Mengen an Eisenerz, um unsere Rüstung aufzurüsten und weiter auszubilden. Zu schmieden. Ja gut, schmieden, eigentlich nicht schmieden, das macht ja der Gunnar. Unser Freund und Kollege sozusagen, der für uns eben unsere Gegenstände verbessert. So. Vogel, wie schaut's aus? Ist da noch was? Überblicke das Land, Freundin. Die sind gerade erloschen. Gut, dann kann ich jetzt eigentlich hier zurückgehen und nach oben und dann habe ich hier noch vier Stück. Was, habe ich da hinten noch was? Nichts mehr, weil dann können wir Schnellreise antreten. Passt. Boah, ein Vogel müsste man sein. Schaut euch mal an, wie schön das ausschaut. Hoch mit dir, Aylor. Silvernhügel. Oh, die Sonne geht schon wieder auf. Sehr schön. So, wo waren noch die anderen? Chuck, 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 chuck. Und gut ist. Das waren sie alle, glaube ich. Der Berg da hinten sieht so cool aus mit diesen zwei Spitzen. So. Falsch. Obwohl, nein. Ich will gleich mal speichern. Und dann will ich gucken, wo wir hin müssen. Dann können wir gleich mal ins Inventar gucken, ob wir irgendwas aufrüsten können. Nix Inventar.
Gut. Pass. Codex. Datenbank. Schauplätze. Zithern Hills. Dieser Hügelzug, der nach dem Zithern Seite Volksstamm benannt wurde und heute als Chiltern, altenglisch Zithern Hills, bekannt ist, erstreckt sich über ein weites Gebiet im Nordwesten Londons. Die Römer warten dort äußerst präsent. Was warten? Die waren wahrscheinlich. Dort äußerst präsent, wahrscheinlich eher zu Leid der Zithern Seite, und ganz nebenbei bemerkt, habe ich dort in meiner Jugend viele Sommer verbracht. Gegner, der Goliath. Auch wenn sie langsam Thump wirken, sind Goliaths wirklich ungewöhnliche Krieger. Sie sind zu plötzlichen Geschwindigkeitsschüben fähig und können große Gegenstände aufheben und tragen, um dich wie ein Käfer zu zermalmen. Weiche den mächtigen Schlägen aus, sein Rücken ist verletzlich, benutze Rennen und Packen gegen seinen Angriff. Haben wir schon. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, wo wir hinwollen. Ach, noch was. Bartium, sie haben dich hier in Heitern, um sich die Alte zu unterstützen. Ja, ist schon eh klar. Nur mal kurz gucken. Haben wir jetzt hier irgendwas, wo wir direkt noch machen müssen? Hier ist noch ein Schatz. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier hingehen, gehen wir noch hierher. Andersrum. Also ich würde in der Geschichte gerne mal weiterkommen. Aber gut, dann machen wir das halt jetzt mit dem Pferdchen. Welches ist wurscht, dann können wir schnell Reise antreten. So. Ah, ganz schön Ausdauer. Aber jetzt auch getuned, das Pferd schon. Wir haben es ja schon aufgerüstet, damit es mehr Ausdauer hat. Oh, Wassermarsch. Kommt sofort, mein Lieber. Oh, schaut das schön aus. Schau mal, das Eichhörnchen da rechts. Büchse. Was seid ihr für Landsmänner? Dieser Ort wird gut bewacht. Breite deine Flügel aus. Das war natürlich jetzt nicht so geplant. Oh, daneben! Jetzt bin ich dran! Noch nie gehabt, dass ein Attentat daneben ging. Ganz sicher nicht. Okay. Warum geht das nicht? Warum kann ich hier keinen Attentat machen?
Oh, das ist ein Fettsack. Alter, das ist ein Goliath. Oh, keine Pfeile mehr. Okay. Tot. Mal kurz was zu essen holen. Woran, da war es nochmal hier oben irgendwo. Wenn er da hinten hört. Räuberhalb. Alter, ist das echt der Schlüssel? Servus. Alter. Nein! Tot. Ach doch nicht. Brauchen die was zu essen. Ja, dann soll er mal, der liebe Thor. Thor, sollen wir hier was zum Futtern bereitstellen? Hier hinten ist was zum Futtern. Habe ich. So, endlich. Wie eine Blume, dein Ernst? Ah, oh, super. Na gut, dann. Mal schauen, was da drinnen ist. Schweine. Okay. Ich fühle mich schon stärker. Oh, geilen Opal. Liebe Opale.
Kupfernickelbahn, endlich! Geil! Dann wisst ihr, was wir jetzt direkt machen werden. Und Fertigkeitspunkte, jawohl. So, erstmal Inventar. 2 Stück haben wir. Och nee, wir brauchen 4 Stück. Dein Ernst? Okay, Fertigkeiten. Was haben wir gesagt, machen wir? Wir wollen bis hierher Weg des Bären. Na gut, dann fehlt uns jetzt noch ein und dann machen wir unten wieder weiter. Ich will schauen, was hier noch weiter geht. Es geht noch viel, viel weiter. So, oh, okay. Nachricht eines Räubers. Jungs, da ist eine große Hirschstrauß am Teich am Rand von Oxenafort. So eine habe ich noch nie gesehen. Was meint ihr? Sollen wir nächstes Mal, wenn wir uns volllaufen lassen, ein paar Zielübungen machen? Ja, warum nicht, oder? Guten Morgen. So, haben wir hier noch was Relevantes, wo wir mitgehen lassen können. Was ich nicht eh schon während dieser durchaus, ja, vielleicht nicht ganz vorbildlichen Jagd hier, die mich fast zum Tode gebracht hat, mitgenommen haben. Gut. Wir müssen auf jeden Fall was zu essen suchen. Ich brauche was zu essen. Leute. Oh, Entschuldigung. Habe ich ihn einfach angeritten. Mäh, Schaf. Ach, das Pferd. So. Hallo. Ich bin mal in deinem Haus. Ich glaube mal euch. Besorgter Brief. Liebe Sief, ich mache mir Sorgen um deinen Mann. Als ich ihn besuchte, hat er ohne Unterlass davon geredet, auf einen Raub zuzugehen. Sief, ich bete zu Freya, dass er wieder zu Sinnen kommt. Deine Cousine Tessa. Ja, ich glaube, das ist er nicht, oder? Ich schätze mal, wir müssen den jetzt finden. Oh, es regnet. Seht ihr Winde, blät meine Segel. Und dein Schnauze. Ich bin kein Licht. Warum baut denn der hier ein Schiff? Du bist ein bisschen verwirrt, oder? Also einige hier habe ich so das Gefühl. Ich höre doch nicht, dass hier keiner was zu futtern hat. Was ist das denn? Rixugurna, Seite 5, der goldgebende Krieger des Lichts. Nach diesen Taten wuchs Rix Ruhm und König Hadon, der immer noch verärgert über die Geschehnisse in Nidaros war, schickte einen Kriegsrock, um sich an ihm zu rächen. Rick ritt auf seinem Ross, als er die schwarzen Schiffe Hadons anlanden sah. Zahlreiche kampferprobte Krieger gingen an Land. Rasch ritt er zurück nach Goldnes und sah seine verängstigten Bewohner an.
Er lächelte von den Mauern Goldnes herab und sagte, wir werden diese Schlacht verlieren, wenn wir sie schlagen. Doch manche Schlacht kann gewonnen werden, ohne sie auszutragen. Er befahl seinen Männern, alle Goldtinte für die Bücher zu nehmen und die Pferde des Clans golden anzumalen. Dies war schnell geschehen und so ritt er mit seinen besten Reitern los. Sie ritten, bis sie in Hörweite von Hardons her waren. Dann wartete er, bis die Sonne tief stand und befahl seinen Männern, ihm schnell zu folgen und hart zuzuschlagen. Hardons Krieger waren geblendet, als die Pferde die Sonne spiegeln und selbst ein vergoldetes Lächeln warf dem Feind gleißendes Licht entgegen. Ricks goldenes Pferd führte einen schillernden, blitzartigen Ansturm. Die Seelen der Feinde waren von Furcht erfüllt. Wir konnten nicht gegen einen Feind kämpfen, der unsere Augen verbrennt, sagten sie ihrem Hauptmann. Sie zogen sich zurück und erfuhren erst Tage später, dass Rick mit nicht mehr als 10 tapferen Getreuen gegen sie geritten war. Goldnes feierte und Ricks Ruhm wuchs immer weiter. Das goldene Pferd von Rick war Goldrasil und es war im ganzen Nördlingkönigreich bekannt. Als es starb, wurde es auf einem Scheiterhaufen mit 8 Menschenopfern und 200 Kühen verbrannt. In dieser Zeit kannte man ihn als Rick Goldhaut. Saga-Seite erhalten. Ich sag's mal so, irgendwie krass mit 200 Kühen, dass es verbrannt wird. So, red mit mir. Du bist weit weg von zu Hause, Nordmann. Oh, das mag sein. Dickerchen. Meine 60 Winter konnten mein Hunger auf Raubzüge nicht stillen. Und ich habe die beste Mannschaft weit und breit. Du hast keine Mannschaft. Siehst du sie nicht? Alles gestandene Kerle. Und du? Mach dich nützlich und hilf das Schiff startklar zu machen. Sieh dich nur um. Es gibt so viele Vorbereitungen zu treffen. Fang an, wo du magst. Was soll ich? Ach so. Interagieren. Pfeile. Bring so viele, wie du kannst. Mal dir die Angst in den Augen. Gutes Material ist das, Seide. Kann ich eh gut brauchen. Hab eh nur noch. Ja, gut, jetzt habe ich wieder ein paar. 19. Vielleicht gibt es noch ein paar. Fische! Bring sie an Bord! Wir werden vor lauter Raubzügen keine Zeit haben, neue. Buah. Die Besatzung braucht eine gute Mahlzeit. Und zwar alle beide. Buah, was meint sie? Die stinken, die Fische. Bei Tor, wir brauchen Stroh. Damit können wir die Mauern von Festen in Brand setzen. Wir sind bereit, auf die stürmische See hinauszufahren. Ruf Skade, Knut und den Rest der Männer. Stoß ins Horn! Hier ist aber klar, dass hier weit und breit kein Meer in der Nähe ist, oder? Bei den Göttern! Stoß ins verdammte Horn! Feinde! Die Schlacht ist nahe, Männer! Lasst keinen unsere Blutlust überstehen! Alter. Das ist dein Ende. Und ich hab halt echt kein Leben, gell? Sachsen. Sie brennen.
rennst du eigentlich? Ich habe kein Leben mehr. Du kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Männer haben heldenhaft gekämpft. Kein Sachse steht mehr. Okay. Ganz wie früher. Mein Freund, da waren keine Männer. Nur du und ich. Und deine Sachsen waren räudige Wölfe. Nein. Björn, Skade, sie waren alle hier und kämpften okay. an meiner Seite. So guter, verwirrter Mann. Nicht mehr. Das waren Schatten auf einem Geisterschiff. Deine Tage des Plünderns sind vorbei. Alter Deine Mann. Männer speisen längst in Valhall. Kann das sein? Wenn, dann war es das wert. Ein letzter Raubzug. Ich danke dir. So, das macht dann 1000 Silber. Rätsel. Abgeschlossen. Wie, jetzt kriege ich jetzt nichts von dir, oder was? Undankbarer Sack. Hat mein Gatte sich endlich beruhigt? Wir müssen bald die Ernte einholen. Ja. Ja, ich brauche halt echt. Hier gibt's auch nichts zu essen. Was habt denn ihr angebaut hier? Was gab das jetzt? Nix. Probieren wir gleich nochmal. Hier geblieben. Es gibt gar nichts. Okay, interessant. Tierknochen. Okay. Ah, Futter. Hallo, Herr Bulle. Ich bräuchte mal kurz ihr Hörner. So. Tierknochen, immerhin etwas. Ja, mit Pulloverschwein. Ganz umsonst. Pulloverschwein, ja, das stimmt. Pulloverschwein. Du bist. Ja. Komm, helf mit. Was war das jetzt bitte? Ja, also, geht doch. Was denn hier? Gefallener Schrein von Camulus. Okay, wir haben hier Brandfässer, das heißt, wir können wieder irgendwas aufsprengen, schätze ich mal. Ich brauche trotzdem immer noch was zu futtern. Guten Tag. Der Aero. Oh. Brennst du oder brennst du nicht? So, lesen. Camulus-Ritual. Bete zu Christus für Vergebung, aber für Tapferkeit im Kampfe wende dich an die alten Götter. Opfere dem boxhörnigen Gott Camulus. Dann wird dein Mut auch den standhaften Feind in die Knie zwingen.
Naja, ich sag's mal so, versuchen kann man's ja. Oh, fettet. Finde einen Schlüssel. Na super. Klangi, hast du den Schlüssel? Nee. Sprich mit Haitam. Ja gut, das ist der nächste Quest. So, wo ist das hier gewesen jetzt? Ach, das ist da unten. Okay, das können wir ja mal ausprobieren. Irgendwo war doch das Sprengfass. Wo war denn das jetzt? Ja. Wo war das Sprengfass? Irgendwo hier, da war nämlich das Galoppieren. Oh, ist da was zu essen? Oh, nee, doch nicht. Schaut echt sehr schön aus, wieder mal. Das nehme ich doch alles gerne mit. Mahlzeit. Eine Mahlzeit. Oh. Ja, bin ich jetzt doof? Also, hört auf die Frage zu antworten. Ich weiß die Antwort bereits. Eine Blume und Silber. Wer versteckt denn das in so einem Baumdingens? Okay. Okay, es ist Nacht inzwischen. Kann ja da mal hochgucken. Wird er nicht ohne Grund da oben sein, oder? So, Pfeile. Autsch. So, wenn ich jetzt noch wüsste, von wo ich... Was ist das denn? Von wo ich hergekommen... Oh, was ist das? Bin ich irgendwo hier nah, oder? Okay, das ist noch nicht auf der Karte drauf. Da kann ich dann mal hingehen. Wo war denn dieses blöde Brandfass, Leute? Ich hab's mir schon gedacht, nimm's direkt mit. Dann hast es. Was da oben? Da oben ist auch eins, oder? Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht dafür gedacht. Leder und Eisenerz. Schlüssel! Warum nicht gleich so? So, wir kommen jetzt wieder raus hier.
gleichen Weg, oder? Boah.